Hey, hoch, ich sehe mit einer weiteren Folge von DZ4. Ja, sind wieder hier. Und ja, wir sind heute im zweiten Durchgang mit wir starten hier mit mehr oder weniger zwei Unfällen, die passiert sind im letzten Springen. Aber ja, erster Durchgang war spannend, hat viele Überraschungen dann wieder mit sich gebracht. Auch viele, die jetzt teilweise dann nicht sehr gut waren. Also die meisten, die gut waren in der Qualifikation, haben es dann nicht im ersten Durchgang geschafft. Was dann doch ein bisschen komisch ist, aber hey, es ist halt so. Robert Johansson darf jetzt hier mal öffnen. Der springt meist mehr oder weniger außer Konkurrenz mit da auch er und sein Sprungpartner den Sprung vermasselt haben. Aber er springt hier quasi noch mit mehr oder weniger als Probesprung und naja, den hat jetzt abgelegt. Stefan Huller kann vielleicht noch eine Position gut machen, wenn einer auch einen Sprung vermasselt und der quasi ein bisschen hinter der K-Punkt landet, aber viel wird er auch hier nicht zu sagen haben. Mit 138 Meter. Immerhin hat er jetzt bewiesen, dass es auch so kann. Und ja, jetzt sind noch mal zwei, die ein bisschen weiter zurückliegen. Oder besser gesagt, einer noch, der ein bisschen weiter zurückliegt. Und dann sollte es eigentlich gestaffelt schön nach der Reihe gehen. Nämlich jetzt Clemens Aigner. Kann sich natürlich verbessern. Aber muss halt schon ordentlich was runterlegen. Er legt zumindest mal 136,5 Meter hin. Das ist okay. Und diese Position kann ihm keiner mehr wegnehmen. Vielleicht fällt noch einer hinter ihm mit einem bisschen schlechteren Sprung. Aber wir werden sehen. Erstmal jetzt Roman Kudelka. Ja, es war schon ziemlich knapp. Aber ich denke mal, dass genau so ist es auch. Kudelka vorne bleiben wird und so ist es auch. Auch wenn der Abstand kürzer geworden ist. Aber wie auch immer. Daniel André Zahne darf als nächstes ran, war auf Rang 26 nach dem ersten Durchgang und hat hier den Absprung verpasst. Naja, er könnte jetzt hinter einem der beiden fallen, so ist es auch. Er fällt hinter Tande, hinter Aigner, aber bleibt eben dementsprechend vor Hula. Weiter geht's mit Taku Takeuchi, der jetzt auch mehr als wie einen Weltcup-Punkt hat. Also schauen wir mal, was er heute schaffen kann und wie viele Punkte er sich dann abholen wird. Auf jeden Fall mehr als wie 5, kann man schon mal sagen. Er ist nämlich Rang 1 jetzt und ja, von 6. Nachdem dementsprechend die Punkte des 25. bisher. Daiki Ito jetzt. Verliert ein paar Meter, bleibt auf Rang 2, aber Takeuchi nicht schlecht bisher. Gesprungen. Weiter geht's mit Andreas Stjernen. Ja, der kommt auch ganz in Ordnung. Was ist das denn schon wieder? Irgendwas habe ich denn schon wieder gehört. Im Hintergrund. Ha. Wie auch immer. Weiter geht's mit Gregor Schlierenzauer. Gregor Schlierenzauer ist auf Rang 22 gewesen nach dem ersten Durchgang. Mal schauen, wo es dann gleich liegt. Nee. Auch er kann hier irgendwie nicht besser. Und meine Güte, im Moment ist es echt ein eher schwieriger zweiter Durchgang. Sehr unkonstante Leistungen von den Springern hier. Sehr unterschiedlich. Das liegt vielleicht auch daran, dass diese Schanze schon fast eine Stunde dauert und ich schon unkonzentriert werde. Peter Priots. Aber wie gesagt, sehr langer Tisch und dann sehr kurzer Absprung. Auch Priots. Hier am Absicken. Am Absickern. Und ist im Moment jetzt nur auf dem vorletzten Rang. Tatsächlich. Naja. Weiter geht's mit Andreas Wellinger. Vielleicht stabilisiert sich jetzt ja ein bisschen. Er war nicht perfekt, aber ein bisschen dürfte es treffen. Er landet auf 130,5 Meter, ist auf Rang 5 jetzt und zumindest fällt er nicht ewig weit zurück. Schauen wir mal, was jetzt Richard Freitag macht. Zwei konstante Sprünge ist ja echt schwierig. Das hat man echt gemerkt bisher. Ja, Freitag, der geht doch. Supersprung, 139,5 Meter. Das ist die Führung und damit wird er wahrscheinlich ordentlich Boden gut machen. Nächster, Seo Choi. Macht jetzt auch seine ersten Weltcup-Punkte. Wo ist halt die Frage? Ja, wird hier auch vorne mit dabei bleiben. 137 Meter, Rang 3. Jawohl, wird gute Punkte machen. Also, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Clemens Moranka war auf Rang 17. Nach Durchgang 1 und hier ist wieder mal die Maustaste am Start. Naja. Man sieht ihn nicht mal im Klassement. Besser so. Sebastian Coloredo jetzt. Kann auch mehr als wie nur einen Punkt machen. Macht auf jeden Fall auch seine ersten Punkte hier. Diese Saison. Ja, der scheint gleich gute zu machen. Super zweiter Durchgang. 139,5 Meter ex-equo jetzt mit Richard Freitag. Beide die gleiche Weite jeweils gehabt. Nicht schlecht, Herr Specht. Simon Ammann ist der Nächste, der jetzt runter darf. Aber er verpasst auch hier den Absprung. Und wird auch ein bisschen weiter zurückfallen. Rang 9 nämlich. Nächster, Versort de Comp Sevoyard. Und bald sind wir schon in den Top 10 sogar angelangt. Unglaublicher war, aber fast keine konstanten Sprünge noch hier. Ja, de Comp scheint einer der wenigen zu sein, die zwei halbwegs konstante Sprünge hier runterlegen können. 137,5, seine Weite. Das ist im Moment Rang 3. David Kubacki jetzt, der Nächste. 138 Meter braucht man halt schon ungefähr auch, dass man jetzt in Führung geht. Muss man ja sagen. Und Kubacki senkt hier ein bisschen ab. Aber Rang 5 schaut immerhin noch für ihn raus. Ja, da bleibt halt auf jeden Fall jetzt erstmal so stehen. Weiter geht's mit Andreas Kofler, der auch wieder mal ein paar Punkte anschreiben darf. Eher wirklich ein paar, weil, ja. Sprung überhaupt nicht getroffen, nur vorletzter Rang jetzt hier im Moment. Martin Nomme jetzt. Das wäre seine erste halbwegs gute Platzierung diese Saison. Wenn der Absprung gelingt, und das scheint ihm erstmal zu gelingen. Ja, er kann auch vorne landen. Schafft er die Führung? Nein. Aber es reicht für Rang 3 und damit kann er zufrieden sein. Weiter geht's mit Kilian Payer. Wir sind in der Top 10 angelangt und es wird schon langsam spannend werden. Wind ist gut. Ja, kommt auch nicht perfekt raus. Er landet auf 134 Meter, welches Rang 8 im Moment für ihn bedeutet. Richard Freitag und Sebastian Coloredo führen noch immer. Ryoyo Kobayashi, wir sind schon mitten in den Top 10 angelangt. Er war auf Rang 9. Nach dem ersten Durchgang. Auch er ganz okay. Bleibt aber auch nur hinter den beiden Führenden und er wird sogar nur Rang 5 sein. Nächster, Robert Kranjec. Was schafft er hier und heute? Ja, wird auch ein paar Meter hier verlieren. Ja, 136 Meter, nur Rang 7 hier. Im Moment geht halt nicht mehr, anscheinend. Die beiden Führenden halt da klar im Vorteil im Moment. Evgeny Klimov war auf Rang 7. Hat hier heute gute Chancen sogar zu gewinnen, wenn er jetzt einen halbwegs guten Sprung unterlegt. Das scheint mir nicht einer zu sein davon. Ich frage jetzt nur, wie weit fällt er zurück jetzt? Auf Rang 15. Ja, ein paar Pünktchen werden es immerhin noch werden. Wladimir Zografski hatte heute auch die Chance, die Weltcup-Führung weiter vorauszubauen. Wenn er hier und heute gewinnen sollte. Auf jeden Fall schaut er gut aus. Und er geht mit 137 Meter auch in Führung. Also, Wladimir Zografski führt im Moment vor Richard Freitag und Sebastian Coloredo. Mal schauen, 5 sind noch oben. Einer davon ist Wojtek Sturza. Der damit wieder in die Top 10 rücken könnte. Wenn er hier jetzt Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter wird. Er scheint hier Erster zu werden, jawohl. 0,7 Punkte vor Wladimir Zografski ist jetzt Wojtek Sturza. Und das wird weiterhin knapp. 4 nach oben. Kamil Stoch jetzt am Start. Meter im Moment, aber es doch auch eher einen zweiten schwachen Sprung hier gehabt. Fallen auf Rang 18 zurück. Das war wohl auch nix. Ja. 3 nach oben. Davon einmal das Ex-Equo-Duo. Einer davon ist jetzt Johann André Vorfahr. Auch er erwischt den Absprung nicht. Meine Güte, was denn heute jetzt los im zweiten Durchgang? Wahnsinn. 18. Platz noch für ihn. 2 noch oben. Almamolo und Waller
Stursa schon mal fix am Podest. Jakawalla jetzt. Schauen wir mal, ob er seinen ersten Podestplatz hier, glaube ich, ist es für ihn, in Angriff nehmen kann. Der war zumindest besser, aber er war auch nicht perfekt erwischt. Nee, auch nur 130 Meter hier an dieser Stelle, Rang 14. Das war nichts. Damit Zografski auch am Podest. Schauen wir mal, ob es Alamomolo schafft, Alamomo hier schafft, heute aufs Podest zu kommen. Er braucht den Sprung nur halbwegs erwischen. Das tut er. Ja, das sollte eigentlich sogar, vielleicht sogar der Sieg werden. Nein! Er wird nur Fünfter. Er wird nur Fünfter. Ja, damit gewinnt Stursa vor Zografski und Freitag bzw. Colloredo, der hier seine ersten Punkte macht, indem er Dritter wird. Unglaublich. Solche Geschichten schreibt halt wieder nur immer meine Karrieren hier. Unglaublich, aber auch Joy macht seine ersten Weltcup-Punkte und ich glaube auch noch, wenn noch, noch wer? Keine Ahnung. Sehen wir dann gleich in der Zusammenfassung, aber wow, wir sehen vorher uns nochmal die besten drei Leute an, die im Moment, weil es Colloredo ist, sehen wir es von Colloredo an, weil der zweite Sprung weiter war als der von Freitag, auch wenn es nur ein paar Punkte, aber wenn es nur ein paar Zentimeter war, wir sehen jetzt nochmal die Sprünge von Colloredo, Zografski und Stursa. So, hier sind nochmal die drei Besten des zweiten Durchgangs, angefangen mit Sebastian Colloredo, der ebenfalls mit Richard Freitag auf Rang 3 kam, aber ich quasi nur jetzt 3 zeige, warum auch immer. Ich glaube aus Zeitgründen, aber warum auch immer, ich brauche es nicht. Also Entschuldigung, hier 139,5 hat man gesehen, war der beste Sprung von den dreien. Dann haben wir Wladimir Zografski, der hier auf 137 Meter kommt, damit sich auf Rang 2 vorschlängeln kann. Und den Gewinner des heutigen Tages ist Wojtek Stursa, dem ein Sprung auf 136,5, glaube ich, gereicht hat, wie man hier jetzt gleich nochmal sieht. Ja gut, das war das heutige Springen. Schauen wir uns mal an, was der Weltcup-Stand jetzt sagt. Ja, logischerweise, Zografski führt jetzt meilenweit. Mittlerweile vor Jerne Damian, Robert Kranic, Anders Vanemel, Gregor Schlinzer, Wojtek Stursa, alle in einer Schneuse. Dann Kasai, Waller, Rhodes und Poppinger. Siegel damit aus den Top 10 wieder rausgefallen. Und ja, auf jeden Fall führt Zografski jetzt ordentlich und er ist der Erste, der drei Podiumsplätze hat. Er war auch der Erste, der zwei hat, weil sonst hat es auch noch keiner geschafft diese Saison. Und ja, Colloredo dürfte es mit 60 Punkten, genau, so ist es auch, hier 35er sein. Schauen wir mal, wie es unten jetzt aussieht. Es ist wirklich nur noch einer, der hier keinen Punkt gemacht hat. Und das wäre Mohamed Irfan Sintima. Semenic hat noch einen Punkt gemacht, immerhin. Ja, wird spannend, sage ich jetzt mal. Wird spannend. Einer noch nur mehr, kein Punkt. Das heißt, hier ist wirklich dann nur mehr einer, der keinen Punkt hat. Ja. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal beim Skifliegen am Kulm wieder. Und bis dahin springt schon brav weiter.